glaube, wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, würde ich sagen, einige spritziger. Sie sind parat, sie sind fit. Ich meine, es ist jetzt das zweite Spiel in zwei Tagen und ja, ich glaube, kommt gut. Es war nicht schlecht gewesen. Offensiv war gut gewesen. Defensiv habe ich auch ein Goal bekommen. Kommt gut in die Saison, besser als letzte Saison sicher. Sehr gut, sie haben mehr Geschwindigkeit als sonst immer und sie spielen besser zusammen. Sehr ein guter, wirklich sehr ein guter. Ich bin extrem überrascht, wie fit das schon sind. Und es ist völlig ganz eine andere Körpersprache. Ich freue mich extrem auf die Saison, weil das kann wieder mal eine Saison geben, wo wir im Hallenstadion viel Freude werden haben. Möglich ist alles. Ich denke, an die Quali sicher die ersten vier Plätze. Und dann nachher sicher Richtung Halbfinale, Finale ist sicher möglich. An die Spitze, logisch. Ja, es war gut. Wir haben über 60 Minuten gute Leistung können zeigen und von dem her bin ich zufrieden. Ja, ich glaube, wir haben gute Leistung gezeigt und wir kämpfen in jedem Spiel und ich glaube, wir sind bereit für die Zukunft. Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten zwei gute Spiele. Gestern spielten wir in Seven gegen Lugano und heute vor unseren Fans gegen Biel. Das Trainingscamp geht langsam zu Ende und wir sind auf einem guten Weg, damit wir bereit sind, wenn es am 8. September losgeht. Ich denke, wir haben uns gut entwickelt und ich bin sehr beeindruckt von den Spielern. Ja, wir können zufrieden, weil wir haben gewonnen, aber ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel bis jetzt. Und ja, noch zwei Wochen vor dem Anfang der Saison und wir haben noch viel Arbeit. Es ist schön, wieder nach Zürich zurückzukehren. Es ist eine Stadt, die ich liebe, denn hier habe ich gelernt, auf den Schlittschuhen zu stehen und Eishockey zu spielen. Diese Stadt ist sehr wichtig für mich. Zudem hat das Team große Chancen, dank Bob Hartley Erfolg zu haben. Er ist ein harter Trainer, der von uns harte Arbeit verlangt und dass wir in jedem Spiel einen Weg finden, um das Spiel zu gewinnen. Er treibt uns zu Höchstleistungen an. Wir müssen sicher noch viel am Taktischen arbeiten, systemmäßig und ja, halt immer hart arbeiten und dann kommt das sehr gut mit dem Saisonstart.